Hallihallo und willkommen zum Webinar Starke Frau. Es ist unglaublich, wie unterschiedlich das Leben sein kann, wenn du als starke Frau durchs Leben gehst oder als schwache Frau. Es ist unglaublich, was alles passieren kann, wenn du aufblühst als starke Frau oder wenn du dich klein hältst als schwache Frau. Es ist unglaublich anstrengend, als schwache Frau, wenn man nicht weiß, was die eigenen Stärken sind, oder wenn man sich ständig auf die Schwächen fokussiert, auf das, was nicht schön ist oder auf das, was nicht funktioniert im Business, oder wenn man selbst in der eigenen Vergangenheit nur Negatives sieht. Vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal an Dinge denkst, egal ob es die aktuellen Ergebnisse sind oder deine Kindheit, deine Vergangenheit, deine Partnerschaften, dir fallen nur die negativen Sachen ein. Dir fallen nur die Dinge ein, die nicht schön waren. Und dir fällt nur ein, wie du es gerne gehabt hättest, aber wie du es nicht hattest. Und vielleicht kennst du das auch, dass du dann ganz viel Kraft brauchst, um trotzdem an diesem Tag dein Bestes zu geben, um trotzdem zu funktionieren, um trotzdem alles gut zu machen, um trotzdem abzuliefern, um einfach für dich ein gutes Gefühl zu haben. Ich kenne das noch sehr gut aus meiner Zeit, als ich anfing mit ungefähr 20 Jahren, frisch nach dem Studium, als ich Diplom-Betriebswirtin für Tourismuswirtschaft war, als ich ins Ausland ging und so schlecht Englisch sprach. Und ich dachte die ganze Zeit, mein Englisch ist so schlecht. Ich darf nicht mal im Restaurant arbeiten. Ich musste auf die Etage ins Housekeeping und putzen. Und ich bin doch nicht extra nach Cambridge geflogen, um zu putzen. Und mein Englisch war so schlecht. Ich musste putzen. Erst dann durfte ich ins Restaurant. Erst dann durfte ich an die Bar. Erst dann durfte ich ins Büro. Und es war so frustrierend. Und vielleicht kannst du das nachvollziehen, wenn du von dir denkst, ja, du hast ja Englisch strange. Jetzt geht's weiter. Warum war mein Englisch strange? Weil ich aus Sachsen bin. And my English, ja, ich könnte das Lied singen. Ö la paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Vielleicht kennst du das. So ungefähr war mein Englisch in Cambridge. In der Stadt, die nach Oxford das beste Englisch hatte. Und die Menschen haben also gesagt, no, nothing at all. Und ich war im Housekeeping. Und ich fokussierte mich die ganze Zeit nur darauf, dass ich doch nicht nach Cambridge bin, um jetzt zu putzen. Dass ich doch nach Cambridge bin, um Englisch zu lernen, um Englisch zu sprechen, um im Büro zu arbeiten, so wie ich es vorher auch in Berlin gemacht habe. Und das hat mich dermaßen gefrustet. Ich war so traurig. Ich war auch über Weihnachten dort. Und ich saß in meinem kleinen hässlichen Zimmer im Stufflor mit kaltem Wasserhahn, kaltes Zimmer. Und mir kullerten echt die Tränchen. Und ich weine selten. Aber da hatte ich dann noch ein Päckchen bekommen von Klassenkameraden, Mitschülern mit gebackten Plätzchen. Und es hat mich so berührt, dass ich da saß und weinte, weil ich mich so schlecht fühlte, weil mein Englisch so schlecht war und ich nicht das machen konnte, was ich wollte. Und wenn ich damals schon gewusst hätte, wenn es mir doch einer beigebracht hätte, dass ich das Geschenk hätte sehen sollen, also nicht das kleine Weihnachtsgeschenk, sondern das Geschenk, dass ich in England bin, dass ich
trotz der Sprachbarrieren da bin, dass ich eben, dass mein Englisch zwar nicht so gut ist, aber dass ich dafür ein Ziel habe, dass ich mein Ziel verfolge, dass ich umsetze. Also all die Dinge, auf die ich mich nicht fokussiert habe, dann wäre es mir besser gegangen. Und vielleicht kennst du das auch. Und vielleicht hast du auch so ein Beispiel. Schreib das mal gern in den Chat. Denn um eine starke Frau zu sein, muss man nicht wirklich stark sein, im Sinne von stark, sondern sich einfach nur auf das Positive fokussieren. Wir sind alle stark und wir sind alle erfolgreich. Wir sind alle unendlich wertvoll. Und egal, wo du hin willst, im Business, im Privaten, du hast alle Möglichkeiten heutzutage. Ja, und stark sein meine ich im Innen. Im Innen stark sein, um alles zu erreichen, was du möchtest, ob das Ausland ist, ob das Familie ist. Und schreib gern mal in den Chat, was du möchtest. Heute ist nämlich gerade hier gar nichts los. Facebook zeigt mir auch gar nicht an, wer zuschaut. Wahrscheinlich liegt das an Übertragungsproblemen. Wenn jetzt hier eine zuschaut, schreib mal bitte in den Chat, ob du mich gut hören und sehen kannst. Und schreib auch gerne mal deine Ziele rein. Meine Ziele zum Beispiel sind ein Haus. Ich wünsche mir ein Haus mit einem Garten, mit einem Büro, mit einem Meetingraum, mit einem ovalen Tisch, ein Haus mit 2 Bädern, mit einer Eckbadewanne, mit Kamin, mit Pool. Also ich stelle mir das so richtig schön vor. Das ist mein Ziel. Und auch wenn es jetzt noch nicht so nah ist, weil das in Bayern ein bisschen kompliziert ist mit Grundstück und Haus, stelle ich es mir aber immer wieder vor und habe dieses tiefe innere Vertrauen, dass ich es haben werde. Aber dieses Vertrauen, das hatte ich auch nicht, seit ich auf der Welt bin. Viele von euch wissen es ja, ich bin ein Kind der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik. Und dort ich kann jetzt nur von mir erzählen, habe ich meine Kindheit als sehr grau, sehr arm, zuckerfrei empfunden, was heute wieder gut wäre. Ich als Kind fand es total blöd. Keine Schokolade, keine Süßigkeiten, die gab es nicht. Es gab ja keine riesen Supermärkte. Wir haben wirklich als Süßigkeit haben wir uns Semmeln gekauft für 5 Pfennige mit Vanillezucker. Haben das drauf gemacht und gegessen. Oder dieses Brausepulver. Vielleicht kennt ihr auch solche Geschichten. Das waren unsere Süßigkeiten. Zucker. Wir haben Zuckerwürfel gekauft und gegessen. Ist ja jetzt eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war ich immer schon auf das Negative fokussiert. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Es war einfach so. Ich habe alles immer negativ gesehen. Und das ist heute ein Talent, weil heute habe ich es geschafft, immer das Positive zu sehen. Ich weiß also, wie es sich anfühlt, wenn man da drinne steckt. Und ich weiß, wie ich da rausgekommen bin und wie ich auch schon vielen anderen Frauen helfen konnte, da rauszukommen. Und ich weiß auch, wie schwierig es ist, wenn man das nicht weiß. Wenn man gar nicht weiß, dass man immer das Negative sieht. Denn ich habe früher das nicht gewusst. Ich habe mich nur schlecht gefühlt, schwach, hässlich. Ich meine, als Kind war ich wirklich hässlich. Ich habe jetzt hier kein Bild. Ich hatte so eine Frisur, eine Beetle-Frisur, so einen Topfschnitt, so eine Brille, Zahnspange, X-Beine. Was gibt es Schlimmeres als hässliche Frisur? Ich hatte als kleines Kind Schielfehler, deswegen Brille. Solche Zähne, was gibt es Schlimmeres? Ich bin also wirklich in einem unglücklichen Zustand in diese Welt, an der für mich schlimmsten Platz auf der Erde gefühlt, ja, was jetzt im Nachhinein nicht rechtens ist, das zu sagen, aber damals fühlte ich mich so.
in dieser grauen Stadt Bitterfeld und dann Dresden. Und es war einfach so. Und ich weiß, es gibt viele Frauen, die wissen das nicht. Die fühlen sich schlecht. Und du weißt einfach nicht, warum. Und ich wusste es damals auch nicht. Oh, hallo, liebe Samira. Schön, dass du da bist. Ja, danke für das Kompliment. Das freut mich wirklich sehr. Und das ist auch total witzig, dass du das schreibst, weil ich konnte früher auch keine Komplimente annehmen. Ich dachte immer, ah, da steckt doch irgendwas dahinter. Die oder vor allem der, dieser Mann, der will doch nur irgendwas von mir. Ich konnte Komplimente nicht annehmen. Wenn ich das Gefühl hatte, das Kompliment gerade von einem Mann, das war jetzt echt, da fühlte ich mich unsicher oder nicht wohl. Und vielleicht kennt ihr das auch, weil das sind alles so kleine Zeichen, die wir dann innen spüren. Ja, wir spüren nur Unwohlsein. Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich klein. Ich fühle mich nicht selbstbewusst, hässlich. Ich spreche jetzt von mir. Ja, ich spreche jetzt wirklich von mir. Als Kind, ich fühlte mich als Kind nicht geliebt, nicht gesehen, nicht wahrgenommen, wie ein Gast in meiner Familie. Und einige wissen es vielleicht, ich bin ein Lehrerkind, Mutti, Vati, Oma, Opa, Lehrer. Also noch mehr Lehrer geht nicht. Und wir waren vier Mädchen von drei Männern. Meine Mama war dreimal verheiratet. Das heißt, meine ältere Schwester kannte ihren Papa nicht. Danke, liebe Barbara. Ich kannte meinen Papa nicht und meine zwei jüngeren Schwestern waren von dem Vati, in der DDR nannte man die Papas Vati, der bei uns daheim wohnte, der auch absolut okay war, also kein Drama. Es gab in meinem Leben kein Drama, aber in mir drin, ich fühlte nur, ich bin die hässlichste, ich bin die, die von meinen Geschwistern die schlechtesten Noten hatte. Oh, das fühlte sich furchtbar an. Ich bin die, die am meisten geschimpft wurde. Also ich glaube, von meinem Gefühl war ich die hässlichsten Anziehsachen hatte. Also ich fühlte mich auch, ich habe verglichen, was haben meine Geschwister in ihrer Schultüte. Bei mir hieß es damals Zuckertüte. Bayern sagt man Schultüte. Also meine Gedanken drehten sich eigentlich den ganzen Tag nur darum, wo habe ich weniger als meine Schwestern? Wo bin ich dümmer als meine Schwestern? Wo bin ich im Nachteil? Und es ging dann weiter in der Klasse, in der Schule. Oh, ich kann euch sagen. Und wann habe ich das gelöst? Wann habe ich das erkannt? Ungefähr um die 40 Jahre. Das heißt, ich habe mich viele, viele Jahre damit rumgeschleppt. Und es hat viel Kraft gekostet und für mich auch viel Geld, denn ich hätte schon viel früher meine Selbstständigkeit leben können. Aber ich habe mich nicht getraut. Jetzt ein anderes Beispiel, meine Katze. Ich war in Berlin und ich habe mir nicht zugetraut, dass ich eine Katze haben kann. Dazu brauchte ich erst einen Partner, der mir die Sicherheit von außen gab, dass wir gemeinsam diese Katze holen. So unsicher, unfähig fühlte ich mich. Könnt ihr euch das vorstellen? Danke, liebe Samira. Das freut mich wirklich sehr. Ich sehe es jetzt erst, was für eine wunderschöne Frau du geworden bist. Danke, danke. Und ich war wirklich, das nächste Mal zeige ich euch ein Foto. Ich war gefühlt das hässlichste Kind in der ganzen Deutschen Demokratischen Republik. Ja, heute lache ich drüber, aber ihr könnt euch sicher vorstellen, wie sich so ein kleiner Knopf fühlt. Und dann zu Hause und
hässliche Klamotten, mein Gott, das kommt ja alles dazu. Ich hatte so, meine Mutti hat so lieb gemeint, hatte mir eine braune Lederjacke irgendwo herbestellt, ja. In der DDR hat man ja Sachen irgendwo her ergattert, gefragt, Beziehung spielen lassen. Sie war so stolz auf diese hässliche braune Lederjacke und sie schenkte sie mir an Weihnachten. Und ich hatte so wenig, wie nennt man das, Rückgrat, dass ich mir nie traute, meiner Mutti zu sagen, danke, aber das gefällt mir nicht. Ich nahm also diese Jacke an, tat so, als ob ich mich freute, hörte mir an, wie schwer es war, dass sie sich diese Lederjacke holen konnte für mich, dass es die eigentlich noch in Schwarz gab, aber sie hat sich für mich für Braun entschieden und ich dachte noch, hättest du sie doch in Schwarz genommen, einfach in Schwarz, dann hätte sie mir vielleicht gefallen. Ja, und dann bin ich immer aus dem Haus, habe diese Jacke angezogen, bin runter in den Keller, habe sie in den Keller gelegt und bin ohne Jacke aus dem Haus. Also ich baute mir immer Umwege und Wege und es strengte an. Ich musste ja im Kopf immer nachdenken, was ziehe ich an, was nehme ich mit, damit ich es im Keller lege, damit es niemand merkt, damit ich dann nicht friere. Also ich kann euch Geschichten erzählen, wie man sich als schwache Frau sein Leben zurecht manövriert und legt, dass man irgendwie durchkommt. Und vielleicht kennt das oder findet das die ein oder andere hier lustig. Und ich bin stolz darauf, dass ich heute darüber reden kann, dass ich darüber lachen kann, weil ich jetzt verstehe auch warum. Und weil ich genau weiß, dass viele, die jetzt vielleicht zuschauen, ist es in manchen Punkten ähnlich geht. Weil ich genau weiß, dass gerade wir Frauen oft ein Sohn sein sollten. Ich zum Beispiel sollte. Warte, jetzt Hendrik und Sascha waren die Namen, die meine Mutti ausgesucht hat. Ich sollte Hendrik heißen. Meine ältere Schwester sollte schon ein Sascha sein. Und meine Mutti sagte immer, wenn es bei mir mit den Schulnoten und so nicht klappte, ihr wisst ja, ich war in der Schule jetzt auch nicht so die Leuchte, dann sagte sie immer, ja, aber es ist ja, entweder sie ist ja ein ganz lieber, ist ja eigentlich ein lieber Kerl, irgendwie so. Und das Maß machte das mit mir. Ich wurde als Kerl bezeichnet. Ist ja ein lieber Kerl. Dachte ich immer, damit identifiziere ich mich nicht. Sie spricht also mit mir wie mit einer Fremden. Ja, vielleicht kann es die eine oder andere nachvollziehen. Und ich weiß, dass viele das Thema als Frau haben, dass sie eigentlich ein Junge sein sollten. Und was macht das mit uns? Mit uns Seelen, ja, mit dir jetzt als erwachsene Frau. Was macht es mit dir, wenn du jetzt erfolgreich sein möchtest? Wenn du jetzt deine Selbstständigkeit voranbringen möchtest? Wenn du jetzt unabhängig, frei, erfolgreich, zufrieden, glücklich leben willst? Wenn du jetzt die Bühne betreten willst? Wenn du noch all diese Sachen in dir hast, dann kostet das ganz viel Kraft. Und das kenne ich auch zu gut. Und diese Kraft, die gehört eigentlich in die Stimme, auf die Bühne, in die Texte, in die Bücher. Diese Kraft gehört in dein Business. Ja? Ob das jetzt ein Online-Business ist, ob du Autorin bist, in deine Bilder. Ich habe diese Woche mit so vielen Künstlerinnen gesprochen. Mode. Ja, diese Power gehört, diese Leidenschaft gehört in deine Mode. Falls du jetzt zuhörst, liebe Susa, Künstlerin, liebe Daphne, diese Power, die ist vergraben hinter Mauern, die gehört raus. Und danach bist du sozusagen frei, freigelegt. Dann strahlst du genauso wie ich, noch mehr, noch viel mehr. Und das wünsche ich mir für alle. Und deswegen habe ich mich mit der Lilly zusammengetan, denn die Lilly ist mehr die Expertin in dem Thema Königin sein. Fühl dich wie eine Königin.
Und deswegen geben wir zwei nächste Woche Montag ein wundervolles Coaching. Das sind 2 Stunden für 90 Euro. Schau einfach mal in den Link, da kannst du gerne einen Platz reservieren. Oder du buchst gleich ein Paket, das sind, glaube ich, 5 Stunden und da sparst du etwas. Und wir betreuen dich Monat für Monat und bringen dich langsam. Hallo, liebe Isabel, schön, dass du auch da bist. Wir bringen dich in diese Stärke, weil die ist da. Die Frage ist eben nur, was ist alles hinter deinen Mauern vergraben? Was hast du an Geschichten in dir? Was hast du an Verletzungen in dir? Wie viel Stärke hast du aufgebaut? Ja, diese Mauern, die sind stark. Das ist starke Frau. Wann hast du das letzte Mal geweint? Oder bist du eine Frau, die immer weint? Ich zum Beispiel war lange stolz drauf, dass ich nie weinte. Verlassen vom Mann, mit einer 1-jährigen und 2-jährigen Tochter. Und ich weinte nicht. Ich war mega stolz drauf. Ein paar Jahre später habe ich erkannt, dass da Weinen vielleicht ganz gut gewesen wäre, weil ich da eine riesen Mauer hochgezogen hatte. Weil ich mich dann fokussierte auf das ganze Technische, auf Systeme, auf Strategie, auf Arbeiten. Juhu, ich bin ein Arbeitstier. Ich arbeite und ich mache alles. Und ja, das äußerte sich auch auf meine Stimme, auf meine Körperhaltung, auf alles. Und vielleicht kennst du das auch, dass du zu denen gehörst, die gerade viel weinen und sich dann dafür schämen, was totaler Quatsch ist. Ich finde, Weinen ist eine wundervolle Möglichkeit, um das alles rauszulassen. Und dafür bin ich der Samira sehr dankbar. Ich hoffe, du schaust noch zu. Denn bei Samira und ihrem wundervollen spirituell Schanden habe auch ich mich berühren lassen und konnte weinen. Und dann war mir das erstmal wieder unangenehm, als wieder eine Energie. Also Leute, ich sag euch, es ist nicht so einfach, wenn man das mit sich alleine rumschleppt, mit sich alleine ausmacht. Deswegen lade ich dich ein, nächste Woche Montag mit Lilly und mir dabei zu sein. Und was wir da machen, ist dir helfen, dass du die Blockaden findest auf ganz liebevolle Art und Weise. Wir sind nicht viele, wir gehen ganz individuell auf dich ein. Wir zeigen dir deine Stärken. Du wirst dir bewusst, was deine Stärken sind, damit der Fokus wegkommt von den Schwächen, so wie ich als kleine hässliche Anne, hinkommt zu den Stärken. Und dann bist du genauso am Strahlen. Das heißt, wir helfen dir, ganz viel loszulassen. Es geht um Loslassen, Loslassen, Dinge bewusst machen, neu ausrichten, Fokus auf das Gute, Fokus auf die Ziele, damit du auch in deinen Erfolg kommst und in deine Schönheit, in deine Stärke. Und es ist alles da. Ich kann dir versichern, es ist alles da. Du siehst es nur nicht, du fühlst es nicht. Und wir helfen dir, dass du es fühlst. Denn das Gefühl ist dabei das Wichtigste. Das Gefühl lässt dich strahlen, scheinen, glänzen und erfolgreich werden. Und dann wird alles gut. Dann wird die Stimme gut, dann werden die Haare gut, dann wird der Erfolg, dann wird die Familie gut. Das wirkt sich auf alle Bereiche aus, das ist das Schöne. Die Kinder sind auf einmal harmonischer, weil du harmonischer bist. Der Partner ist auf einmal liebevoller, weil du liebevoller zu dir bist. Und die Lilly und ich, wir freuen uns auf jede Frau, die wir dabei unterstützen können. Oh, danke Lilly, schön, dass du da bist. Ja, es ist alleine etwas einsam. Es ist schade, dass du nicht dabei bist. Aber es ist auch für mich eine schöne Erfahrung,
hier zu erzählen von meiner Vergangenheit, von dem, was ich erlebt habe, weil das hätte ich sonst nicht erzählt, Lilly. Und dafür bin ich dir heute dankbar, denn alleine durch das Erzählen hat sich jetzt auch bei mir wieder was gelöst, weil ich gespürt habe, es ist weg. Es ist definitiv weg. Und ich kann heute lachen über dieses kleine hässliche Mädchen, was ich war. Da ist ein Riesenabstand. Und das ist schön. Und wenn euch die Geschichten gefallen, wenn ihr euch darin auch wiedererkennen könnt oder euch ja, vertrauen, mehr vertrauen könnt, dass ihr es genauso schafft, dass ihr es auch schafft, dann erzähle ich gerne in 2 Wochen wieder was. Ich habe ganz viele Geschichten, ihr Lieben. Ganz viele Geschichten und ich habe sie lange nicht erzählt. Und wenn ich damit in mir was bewegen kann und auch in dir, dann erzähle ich das gerne. Dann freue ich mich, dass ich eine Hörerschaft habe. Hörerschaft klingt auch geil, ne? Dass ich dich damit auch berühren kann und vielleicht in dir was lösen kann. Genau, darauf freue ich mich. Und ich freue mich auf nächste Woche Montag. Das wird ein Online-Workshop, ein Zoom-Workshop, wo wir maximal 5 Frauen begleiten und dir wirklich dabei helfen, in einem ganz liebevollen, kleinen Zoom-Raum, dass du eben auch diese Schönheit in dir siehst und die Stärke und das Gute. Bring deine Fähigkeiten mit, bring dich ein, bring uns eine Kostprobe mit von deinem, was du kannst. Und erzähl vor allem auch, was in deinem Leben solche Schlüsselmomente waren, wo du stark sein musstest. Denn da liegt deine Stärke. Und das ist uns immer nicht bewusst. Das muss immer jemand von außen sagen. Das musste auch mir jemand von außen sagen, ihr Lieben. Ich habe nur die Scheiße gesehen. Ich bin ein Talent, um auf der Scheiße zu sitzen, in der Scheiße zu baden, nur Scheiße zu sehen, Scheiße anzuziehen. Genau. Und mir durfte jemand von außen sagen, wie wertvoll ich eigentlich bin. Und dieser Person bin ich heute noch sehr, sehr dankbar. Genau. Denn das hat auch bei mir alles zum Kochen gebracht, ihr Lieben. Deswegen, wenn du noch nicht da bist, wo du hin möchtest, wenn du noch nicht deine Talente erkennst, wenn du dich nicht erkennst, wenn du dich nicht liebst, wenn du nicht aufrecht sagen kannst, ich bin das Beste, was mir passiert ist und ich liebe mich zu 100%, dann melde dich jetzt an. Es ist deine Pflicht, dir gegenüber, deinem inneren Kind gegenüber und deinen Kindern gegenüber, dir als Frau, als Mama, als Mutti, als Göttin, als Königin, als Queen, als Business-Power-Frau, als Heldin, als Wonder Woman, was auch immer. Melde dich an. Und wir holen dich da raus. Ja, ich bin die Expertin im dem Dinge auflösen, dem Dinge erkennen, dem Dinge finden, im dir zeigen, was dein Potenzial ist. Ich sehe in dir, was du wertvoll bist. Ich sage dir das dann auch im Workshop. Ich sage dir, was ich sehe, wo ich dich sehe, was ich wahrnehme, was ich fühle, was deine Fähigkeiten sind, was du gut kannst. Denn ich habe in meinem Leben mit über 2000 Frauen gesprochen, um noch mehr, in meiner Funktion im Marketing und Vertrieb. Ich hatte fast nur mit Assistentinnen, nur mit Frauen, nur mit Eventmanagerinnen zu tun und jetzt auch im Coaching. Und ich sehe die Talente, ich sehe die verschenkten Talente, ich sehe die funktionierenden Frauen. Und ich kann dir sagen, was ich in dir sehe. Und die Lilly kann dir sagen und zeigen, wie du das rausbringst. Ja, wie du deine Schönheit erstrahlen lässt. Und dann läuft der Laden. Ja, dann läuft dein Leben, dann läuft dein Business, dann läuft alles, was du dir wünschst. Denn wir setzen noch mit dir die Ziele.
bringen dich in die Umsetzung, in die Handlung und wir begleiten dich Monat für Monat. Es ist ein 5-Monats-Paket und du bist auf dem Weg. Und nutze jetzt gerade diese komische Corona-Zeit, deswegen haben wir auch diesen Workshop ins Leben gerufen, um jetzt einfach diese Zeit zu Hause auch sinnvoll zu nutzen. Schenk dir das für dich. Das Ganze hat einen viel größeren Wert, als wir es hier anbieten, weil wir dir helfen wollen. Genau. So, und jetzt halte ich meine Klappe. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unter den Chat oder schreibt mir auf Facebook oder wer meine WhatsApp-Nummer hat, schreibt mir auf WhatsApp. Damit fällt nächste Woche das Webinar aus, weil es nächste Woche als Workshop stattfindet und wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Also, alles Liebe, macht's gut und denk an dich, du bist großartig. Du bist spitze, du bist geliebt, du wirst gebraucht, du hast alles auch in dir, die ganze Stärke und die Schönheit. Und dafür sind wir da, dass wir das rausholen. Du musst nur annehmen, du musst nur zugreifen. Also, alles Liebe. Deine Anne.